Gut, wir haben ja hier eine illustre Runde von Expertinnen und Experten, die selber auch im Bereich von Landwirtschaft und Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und unsere Frage ist ja, syntropische Landwirtschaft, inwiefern kann das auch in der Schweiz umgesetzt werden? Was sind Chancen, was sind Risiken? Da zuerst mal zu Bettina Scharrer. Du bist Forscherin an der Uni Bern. Und zwar am Zentrum für Entwicklung und Umwelt. Und dein Fokus ist nachhaltige Landschaftsentwicklung, Agrargeschichte, Agrarpolitik, globale Ernährungsfragen. Ja, also wie siehst du die syntropische Landwirtschaft mit deinem Fokus? Also meine Frage, die mir gestellt worden ist, ist ja, wie ich es sehe als Beitrag zu einem nachhaltigen Ernährungssystem. Und ich würde hier auf jeden Fall Ja sagen, weil ich glaube, es muss nicht ausgeführt werden, dass unser aktuelles Ernährungssystem, das von der industriell-kapitalistischen Logik dominiert ist und stark fossilbasiert ist, nicht langfristig nachhaltig ist. Ich werde darauf jetzt nicht eingehen. Was ich sehr spannend fand an dem Referat, ist, dass Herr Götzsch auf ein Grundproblem hingewiesen hat, das oft nicht wirklich ausführlich betrachtet wird, nämlich eigentlich den Unterschied zwischen der agrarischen Produktion, die auf biotischen Ressourcen basiert, und der industriellen. Und ich bin Agrarhistorikerin und habe mich sehr beschäftigt mit diesem Übergang, diesen eigentlich kontinuierlichen Einbau der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man probiert hat und immer noch probiert, diese Landwirtschaft, diese industrielle Logik zu unterordnen mit all diesen Degradierungen der Ökosysteme, die Sie sehr schön dargelegt haben. Insofern finde ich das Interessante am Ansatz, dass er ein anderes Denken öffnet, das eigentlich schon mal da war und hier verloren gegangen ist. Also dass wir wieder stärker die Tatsache wahrnehmen, dass Landwirtschaft eben auf eine Reproduktion ist, und zwar, dass es möglich ist, mit einem standortgerechten und Landwirtschaft, die Stoffkreisläufe berücksichtigt, auch eine gute Produktion zu haben. Das fand ich. Finde ich von dem her sicher ein wichtiger Denkanstoß. Herzlichen Dank. Dann Hans Ramseyer, du bist Dozent an der Havel. Dein Arbeitsgebiet ist vor allem auch Pflanzenschutz und ökologischer Ausgleich. Ja, wie siehst du die syntropische Landwirtschaft aus deiner Perspektive? Also, ich kann mir die Bilder, die ich gesehen habe von Brasilien, noch schlecht vorstellen für die Schweiz. Und was ich aber durchaus sehr interessant finde, ist eben Sukzession, dass wir viel zu oft eingreifen in Agroökosysteme, direkt eingreifen. Ich habe viele einzelne Ansätze gesehen, wie eben zum Beispiel der Mulchansatz. Humusaufbau, Bodenaufbau, das können wir unbedingt oder müssen wir unbedingt in unsere Systeme reinnehmen. Ich gehe jetzt mal Permakultur als Stichwort, oder dort ist es extrem wichtig, aber eben auch Agroforst und in der klassischen Landwirtschaft finde ich das enorm wichtig. Und dann etwas ist mir hängen geblieben, das Puzzle. Ich versuche auch zu puzzeln, also möglichst viele Faktoren mit im System zu berücksichtigen, zu beobachten. Puzzle vielleicht noch an einem 100er-Puzzle und Ernst Götzsch puzzelt an einem 1000er-Puzzle. Also da haben wir schon auch noch Potenzial, die Sachen besser zu begreifen, damit wir auch richtig reagieren können. Danke. Dann Mareike, du bist Agronomin und koordinierst unter anderem auch das Netzwerk Agroforst, Netzwerk Schweiz. Wie siehst du die syntropische Landwirtschaft aus deiner Perspektive? Ich kann das, glaube ich, noch nicht wirklich sehr gut beurteilen, weil ich noch nicht sehr viel darüber weiß.
Aber letzten Endes geht es ja darum, eine andere Landwirtschaft anzustreben. Ob es jetzt syntropische Landwirtschaft ist, regenerierende Landwirtschaft, aufbauende Landwirtschaft, es ist ganz klar, wir brauchen einen Systemwechsel. Ich denke auch an Bausteinen, die Agroforstsysteme, die wir jetzt hier in der Schweiz entwickelt haben über die letzten 10 Jahre, die sind natürlich im Vergleich zu den Bildern, die wir gesehen haben, sehr schlicht. Natürlich sind wir auch gezwungen gewesen, irgendwo die Direktzahlungsverordnung zu berücksichtigen, die Mechanisierung. Wir haben in der Regel einen Bewirtschafter, der den ganzen Pflanzenbau managt. Es muss bewältigbar sein, aber gerade in Bezug auf Pflanzensoziologie, auf die Sukzession, ich glaube, das sind alles Themen, wo wir uns noch sehr stark verbessern können. Wir sind erst ganz am Anfang. Jetzt haben wir mal gezeigt, es kann funktionieren unter den bestehenden Rahmenbedingungen, aber es muss jetzt weitergehen, es muss sich weiterentwickeln und auch der Ackerbau dazwischen, zwischen dem Bauchbein, der muss sich auch weiterentwickeln. Also es sind jetzt sehr viele Impulse, die gegeben wurden, sei es jetzt heute Abend oder auch generell die letzten Jahre, hat sich doch sehr viel entwickelt und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass sich jetzt auch wirklich in den Gedanken der Bewirtschafter und auch in der Politik oder der ganzen Gesellschaft was ändern wird. Auch dir danke. Matthias, du bist Landwirt, junger Landwirt und hast dich spezialisiert auf regenerative Landwirtschaft. Wie siehst du das als praktizierender Landwirt, die Ansätze von Ernst? Ich will dazu erstmal sagen, dass ich ja eigentlich regenerative Ziele verfolge und nicht regenerative Landwirtschaft betreibe, weil das ist ja immer die Auslegung des Betriebsleiters. Und für mich ist es irgendwie gar keine Frage, ob wir das können, sondern es ist eine Frage der Haltung, ob es genug kreative Menschen gibt, die auch die Hände in den Boden stecken wollen, die auch selbst mal auf einen Baum raufklettern, die ihn wirklich anpacken. Und das haben wir am Anfang gesehen, das Verhältnis 1000 zu 1, also 1000 interessiert es, einer macht es, muss man wahrscheinlich in der Schweiz eher korrigieren zu 10.000 interessiert es und einer macht es. Also es braucht mehr Menschen, die dann auch eben diese erntbaren Waldgärten, wenn man sie dann so nennen will, auch beernten und nutzen, oder? Also bei uns haben wir zum Glück nach 5, 6 Jahren Aufbau von Slow Grow genug Menschen auf dem Hof, die sich dafür interessieren und auch statt ins Fitnessstudio zu gehen, sich dann die wilden Pflaumen vom Baum pflücken und mit uns die Nüsse und Erdmandeln und Kürbiskerne und all diese Produkte, die wir herstellen, helfen zu managen, weil das braucht viel Handarbeit. Genau. Und das andere, was mich immer beschäftigt, ich versuche mich eigentlich mit Kohlenstofflandwirtschaft zu beschäftigen. Also wir mulchen mit x 100 Kubik Hackschnitzeln, das von anderen Bauern, von den von diversen Stellen wie als Sonderabfall behandelt wird. Das dürfen sie bei uns abkippen auf dem Feldrand und wir bringen das dann in 5 cm dicken Schichten auf die Gemüsekulturen aus. Und so funktioniert unsere Landwirtschaft mit sehr einem hohen Kohlenstoffeintrag. Ja, und die ZHAW hat das mal untersucht, unser Mulchbeet. Da haben wir von 2,5 auf 8% Humus den Boden aufgewertet innerhalb von einem halben Jahr. Es ist nicht einfach so, dass die Hackschnitzel einfach da geliebt sind, sondern es hat sich wirklich marmoriert schwarz mit dem Oberboden vermischt. Und diese Randen, die darin gewachsen sind, die waren so schön, so üppig und so gesund, dass wir das Kraut von der Rande als Mangold verkaufen konnten. Also es ist gar kein Problem, solche Systeme zu integrieren. Also man muss es auch tun. Also ich werde jetzt das so, dass einige das wohl tun wollen, wunderbar. Okay, kommen wir zur Frage, schon ein bisschen angetönt, dass wir jetzt die Chancen, die Risiken, das ist eine Sache, du hast gesagt, Hans,
Und ist das noch schwierig, das könnte schwierig sein, das anzuwenden? Ja, möchtest du das noch ein bisschen ausführen? Also wieso soll das schwierig sein bei uns? Also zuerst noch einmal zu den Chancen. Ich sehe sehr große Chancen und diese Chancen gilt es zu nutzen. Das ist der erste ganz wichtige Punkt. Bei den Risiken oder Herausforderungen sehe ich, so grob gesagt, drei Punkte. Der erste Punkt ist, was Matthias auch gesagt hat, Arbeit, Handarbeit. Also es gibt viel Arbeit, um ein solches System wirklich erfolgreich gestalten zu können. In der Schweiz ist die Arbeit sehr teuer und es gibt viele Möglichkeiten, das dann irgendwie aufzufangen, indem man den Konsumenten mit ins System einbezieht. Damit lernt der Konsument die Lebensmittel wieder schätzen, er weiß, was dahinter steht. Da gibt es sehr viele Modelle, denke ich. Also das beginnt bei den Schulen, das beginnt bei, Matthias hat es gesagt, bei Leuten, die vielleicht anstatt ins Fitnessstudio auf das Feld gehen. Es hört nicht auf, es geht weiter bei den Alten. Also man sagt, oder, die gestrigen 60-Jährigen sind die heutigen 50-Jährigen. Also die Leute werden älter und sind noch fit. Also warum sollen sie nicht etwas in diesen Systemen helfen, Nahrungsmittel zu produzieren? Aber das ist eine, denke ich, große Herausforderung. Und in der Schweiz, eine weitere Herausforderung sind die Vorschriften, also die Rechtszahlungsvorschriften, die da sind. Die wurden sicher auch zu Recht gemacht. Aber ich gebe ein Beispiel. Auf unserer Permakulturfläche haben wir eine Nutzhecke gepflanzt. Das heißt, es hat Wildsträucher drin, es hat aber auch Bärensträucher drin. Und nach Direktzahlungsverordnung gibt es keine Direktzahlungen. Also ich verzichte auf Direktzahlungen, sobald ich eben nicht nur einheimische Wildsträucher pflanze. Und es gibt andere Beispiele und da hoffe ich dann schon auch auf AP22+, dass man dort irgendwelche Lösungen anstrebt. Und die dritte Schwierigkeit ist, das ist der Konsument selber. Der Durchschnittsschweizer gibt heute noch 6,3% für Nahrungsmittel aus. Tendenz sinkend. Und wir müssen wieder faire Preise haben für die Nahrungsmittel. Und das heißt, es muss aufwärts gehen. Oder? Und dann können solche Systeme Bestand haben. Und sonst denke ich, wenn es nur immer abwärts gehen soll, weniger. Und man macht ja dann immer auch die blöden Vergleiche mit Deutschland, 40% mehr fürs Fleisch. Deutschland gibt aber zwischen 13% und 14% vom Lohn für Nahrungsmittel aus. Ganz herzlichen Dank. Ja, wie siehst du das, Ernst, mit diesen drei Punkten? Also eins, die Arbeitskraft. Das sind zwei Sachen. Ich einerseits ja, andererseits nein. Guck mal, unsere ganze Mechanisierung, die wir haben, die ist ja gemacht, um Preise zu senken. Aber das ist eine Logik, die von der Kriegswirtschaft kommt. Wir nehmen nicht, ich bin Fan von Technik. Ich liebe Technik. Das ist ein wunderbarer Aspekt unserer, das ist vielleicht der ein ganz glanzvoller Aspekt unserer gegenwärtigen Zivilisation. Unsere Zivilisation fehlen viele Sachen, die andere Zivilisationen uns vorhatten, also weit voran waren. Technik. Technik haben wir viele Sachen. Ich bin daran zu arbeiten, ich habe das ganz kurz jenes Dings da gezeigt, von der Evolution unserer Pflanzung. Unser Sojaanbau in den Versuchsfeldern, die wir da machen, solange wir es vorhanden machen, ist das untragbar. Da kann ich nicht die Soja für den Preis verkaufen, wie die konventionellen Anbau. Dort zahle ich 5-mal mehr oder 6-mal mehr oder 10-mal mehr. Von diesem Jahr an aber werden wir, sehr wahrscheinlich wird es fertig sein, habe ich eine Sämaschine entwickelt, die jetzt in Konstruktion ist, die im Gras fällt, also denkt jetzt ein Gras, eine Wiese, ja, die hackt 20 cm von einem Meter.
Subsolador und eine kleine Rotationshacke, die 2-3 cm tief hackt, nicht um die Erde zu verpulvern, zu Pulver zu machen, sondern um die Grassode zu zerkleinern, damit ich meine Mais, Soja und anderen Samen eine Chance geben kann. Mit dieser Maschine, die schneidet vorne das Gras ab, ist nur 1,20 Meter lang. Ich kann sie 20 Meter breit machen, aber ist nur 1,20 Meter vor dem Traktor. Hinten am Traktor habe ich die Samen und die Bakterien. Boah, kein Dünger, nur Bakterien. Die Bakterien. Die Bauern haben gelernt, dass man, große Gruppen von Bauern, die haben gelernt, ihre Bakterien zu produzieren. Also von Aspergillus zu allem Möglichen. Auch Pilze und so weiter werden da produziert. Und das wollen sie jetzt verbieten, aber die haben das unterdessen haben es gelernt, im Wald draußen abzuholen. Das ist ja nichts mehr zu verbieten. Gut, also das wird dann gemacht. Und dann kommt diese Rotationshacke mit dem Subsolador, also ein Subsolador, der 20-30 cm runtergeht. Und damit habe ich dann ein Saatbeet, was unten gelockert ist und 2-3 cm gehackte Erde oben drauf hat. Da brauchst du einen Seed-Drop. Das heißt so, wenn ich so fahre, dann brauche ich einen Seed-Drop und Samen runterfallen, hinten dran. Ja. Das ist dann 40 cm, 80 cm nach dem vorderen Teil, wo gemäht wird. Und dann kommt der nächste, ist der Bacterial-Drop. Und dann kommt noch ein kleines Rad, das es andrückt und gleich hinten dran kommt das organische Material, was vorne geschnitten wird, weggehäckselt und wird dann angereifert. Das machen wir bis jetzt von Hand, aber die Maschine ist ganz weit fortgeschritten. Wir werden es ganz sicher bis im Oktober kommen und die Augen ausprobieren. Das bringt es dann dafür, was wir jetzt von Hand machen, da müssen wir nur noch 3-4 Mal mähen. Das ist die ganze Arbeit, die wir machen, wenn wir diesen Mais angesät haben oder gesät hatten, auf diese Art und Weise. Oder die Soja, auf diese Art und Weise. Bei der Soja müssen wir 4-mal mähen, bei dem Mais müssen wir 2-3 Mal mähen. Die anderen aber, die das, konventionell machen, die gehen alle 8 Tage, in den 3,5 Monaten, gehen die Spritzen. Auch organische, alle 8 Tage. Insekten jagen, Bakterien jagen, Unkräuter vernichten und so weiter und so fort. Also, wenn es organisch ist, werden Unkräuter vernichten und andere vernichten sie vorher. Ja. Aber, und dann, unterdessen ist es ganz wunderbar, so viele Unkräuter, die resistent sind für Glyphosat oder Glyphosinat, die sind resistent, da müssen wir noch aushacken. Müssen wir alles nicht machen. Also unser Soja ab Oktober, die wir im Oktober anbauen, wird billiger sein als irgendeine Soja. Und wir haben dann einen Zuwachs, also wir haben dann einen Humuszuwachs im Boden drin. Jetzt sind wir aber noch einen Schritt weiter gegangen, haben die Bäume gepflanzt und einer hat 30 Hektar und unterdessen hat sehr viel Moog gehabt, aber 30 Hektar ist nicht viel, aber hat 30 Hektar mit Eukalyptus gepflanzt, 1200 pro Hektar. Und da ist auch die Maschine unterwegs, die ich bezeichnet habe oder ausgetüffelt habe, die dann mit dem GPS geht die dann diese Bäume stutzen. Die Eukalyptus könnten hier, wie heißen sie gleich? Schoko ist lass mich mal sehen, das sind doch Pappeln. Das können Pappeln sein, können aber Hitten sein, ja, oder sonst etwas, können wir alles nehmen. Und die können wir auch mechanisiert stutzen und gleich mal häckseln. Das wird uns dann, also wenn wir Maschinen entwickeln, die das machen, dann ist das ganz einfach, dann ist es nicht mehr schwierig. Wir haben in den bis Anfangs der 50er, bis Ende der 50er, noch Mitte der 50er, haben wir den Mähdrescher nicht gekannt. Dann haben wir das Getreide, auch hier in Bern, haben wir das physiologisch reif im Juli geerntet. Zwischen 10. und 15. Juli wird das abgeschnitten, Puppen gestellt. Und dann hat man nachher, am gleichen Tag, abgeschnitten hatte, haben das Puppen gestellt und gleichzeitig und am gleichen Tag noch mit einer Spatenecke oder sonst etwas da durchgefahren und hat dann noch Wickhafer und sonstige Sachen gesät. Und man hat im Wickhafer rein
noch Weizen jetzt, haben wir dann noch Roggen, 10, 15 Kilo Roggen und etwa 20 Kilo Dinkel dazugegeben. Das haben wir dann im Oktober abgeschnitten, Gön gegeben und dann hat der Roggen oder Dinkel hat dann im Winter bestockt und im nächsten Frühjahr hat man die Ecke drüber gezogen, den Striegel drüber gezogen, um die Vogelmieren wegzuziehen und hat vorher noch westerwaldisches Reingras mit Alexandrin oder Perserklee reingesetzt und hat dann Roggendinkel im Juli, 15. Juli, geschnitten, physiologisch reif und hat dann noch drei Schnitte, mindestens drei Schnitte, nebst dem Eisenschnitt beim Roggen haben wir dann noch gehabt, bis im Oktober, wo man dann am Ende die Gerste reingestreut hat und ja auch wieder nur mit der Spatnik, also ohne Zug. Und das hat wunderbare Erträge gegeben. Heutzutage ernten wir im August und dann kratzen sich die Bauern den Kopf, weil es ja regnet. Das ist ja auch eine wesentliche Sache. Aber der Regen im Anfang August, das ist das Wetter hier in der Schweiz. Das heißt, wir haben doch im Anfang August diese Gewitterregen. Also, dann haben wir, wenn wir jetzt das im August erst ernten, dann haben wir das morphologisch reif. Und wenn das morphologisch reif ist, dann haben wir ja, die Bakterien haben ja dann schon die Nährstoffe aus dem Verkehr gezogen und festgelegt. Und damit darf dann der Bauer, freundlicherweise, wenn er noch irgendwelche Phaseles oder sonst anbaut, kann er dann noch Dünger geben oder muss er noch irgendetwas geben, das kann man noch Phaseles anbauen, aber kann nicht mehr viel Kaffee und sonst irgendetwas anbauen. Also, wir machen eine teure Landwirtschaft, die viel teurer ist als die wir damals gemacht hatten. Und wenn wir das aber, wenn wir jetzt wir sagen jetzt, ja, wir können doch nicht mehr physiologisch reif werden, das ist ja eine Verrücktheit, aber wir sind alle eingerichtet, fast alle Schweizer Bauern, die Milchvieh haben, die haben heute eine Heubelüftung. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir diesen Roggen, diesen Weizen Mitte Juli physiologisch reif, nicht morphologisch reif, in der Teigreife, ja, physiologisch reif, wenn wir den mit einer Doppelbalkenmaschine abschnitten und dann eben den oberen Teil, die Ähren und mit dem Teil des Halmes, nicht diese heute, diese Zwerggetreide. Zwerggetreide ist für Zwerggeister, weil es gibt nämlich kein organisches Material und das gibt Unkraut. Bitte schön, lasst mal diese Zwerggeisterei auf der Seite und bauen wir wieder richtiges Getreide an. Ja, okay. Können es auch noch stratifiziert anbauen, wie das früher gemacht hat. Das habe ich übrigens dann geschrieben in Perennials. Das heißt, das erste Teil auf Perennials wird in den nächsten drei Wochen wird das veröffentlicht. Und dann das andere, die Fruchtfolgen, werde ich auch noch veröffentlichen. Ich bin noch eins von den Fossils, von den Fossilien, die da noch miterlebt haben. Ja, okay. Wollen wir zurückgehen. Wenn wir das... dieses physiologische reife Getreide auf die Heubelüftung geben, dann würden wir doch wieder das haben, was wir früher hatten, ein wunderbares Getreide, wo dann das Korn wieder schmeckt nach richtigem Getreide. Das ist nämlich die sich noch erinnern, als man das Getreide noch in physiologische Reife geerntet hat, in Puppe gestellt, da hat dann das geschmeckt wie ein Kuchen, das Brot, und heute schmeckt das nach Bullshit. Also wir können, das hat nämlich der Schnitzer hat das richtig gefragt. Warum haben in früheren Zeiten, also früher, 200, 300 Jahre, Leute im Turm 10 Jahre, 20 Jahre zu Brot und Wasser verurteilt, überlebt? Wenn wir ihn heute sie in den Turm werfen würden, in dieser Art und Weise, und ihnen nur Brot und Wasser geben, die würden nach 14 Tagen krepieren. Also das Brot, was wir heute essen, das ist kein Brot mehr, das ist Bullkack. Guck mal, alle Zivilisationen, alle Kulturen auf der ganzen Welt, von Afrika bis nach Norwegen, also von Südafrika bis nach Norwegen, von Portugal, um den ganzen Planeten drum, bis im Westen von im Osten von den USA, überall, wo Getreide angebaut wurde,
immer das Getreide, überall wird es physiologisch reif geerntet und nicht morphologisch reif. Und das ist nicht, weil sie unterentwickelt, also nicht unterentwickelt gewesen sein würden, sondern die haben das gewusst, dass das besser ist, als das wir heute machen. Wir ordnen heutzutage die Landwirtschaft einer Kriegstechnik, also einer Kriegstechnologie unter, anstatt dass wir eine Technologie entwickeln, die der Logik der Natur, also der Natur dient. Wir müssen Technologie umstellen. Damit können wir noch nicht alles haben. Noch nicht alles. Zweite Frage. Zweite Frage. Guck mal, ich sage immer, später etwas, ja. Landwirtschaft ist eine wunderbare Sache. Leset mal oder liest mal De Vita Rustica von Cicero. Ja, das ist eine wunderbare Sache. Cicero hat nebenbei dann noch gesagt, eine Nation, die Landwirtschaft nicht pflegt, die nicht in die Landwirtschaft, wirklich Landwirtschaft investiert, die hat keine Zukunft. Die hat keine Zukunft. Das bin ich ganz sogar, das stimme ich mit dem überein. Guck mal, Pflanzen anzubauen ist eine wunderbare Sache. Und wir könnten das, er hat das ja auch angetönt. Und das ist auch sehr, da stimme ich voll und ganz mit dir überein. Diese Leute, also die Enge, wie sagt man denn, zusammenbringen, den Konsumenten und den Produzenten. Und der Konsument würde dann nicht nur sehen, dass das viel Arbeit gibt, er würde auch noch entdecken, dass das eine schöne Arbeit sein könnte. Viel schöner als irgendwelche... den ganzen Tag. Ihr könnt das schon machen, aber morgen früh oder auch am Abend oder auch sonst mal da auf einen Baum hochzuklettern oder mal einen Baum zu schützen oder dann eben Yoga zu machen und um kleine Bäume zu pflegen, auch im Wald drin. Ja, im Wald, der Wald ist ja eine wunderbare Sache. Der Wald, wenn man Jungwald hat, gibt es doch so viel Brombeeren, gab es mal so viel Brombeeren und Himbeeren und so weiter und so fort. Und wir könnten die auch pflegen, anstatt zu bekämpfen. Und das würde eine wunderbare Sache sein, das könnte man alle Leute einbinden. Und man könnte auch Heidelbeeren pflegen und man könnte sie auch pflanzen. Und das würde ja wunderbar werden. Das ist ja unsere Welt, das ist ja ein Paradies, ist doch wundervoll. Und plötzlich würde ja die Produktion von Lebensmitteln, würde doch das größte Vergnügen sein. Und das größte Vergnügen zu haben, das würde ja uns ins Paradies zurückbringen. Wir würden weniger frustriert sein. That's life. That's life. Alright? Ja, okay. Fragen, was war das? Ja, Bettina, wie siehst du Chancen und Herausforderungen? Also ich probiere jetzt mal den Fokus ein bisschen auf was anderes zu lenken als die Urproduktion, weil ich sehe eine große Herausforderung, die Landwirtschaft ist, es ist nun mal so, eingebettet in einen sehr mächtigen vor- und nachgelagerten Industrie, das ist im Moment der Fakt. Und wir haben ein Wissenssystem, das vollkommen auf dieses System ausgerichtet ist. Und ich denke, man darf nicht vergessen, dass viel so produziert wird, weil es zum Beispiel der nachgelagerte Sektor will. Er will eine klare, kontinuierliche Produktion von normierten Lebensmitteln und so wird produziert. Und das ist aus meiner Sicht, das vermisse ich ein bisschen an der Diskussion. Man muss die Dinge dann auch vermarkten und es wird ja nicht einfach so passieren. Und ich denke, da, also in dem Projekt, in dem ich arbeite, überlegt man sich, wie man das machen könnte. Und ich denke, es braucht dort mehr Kooperationen, auch zwischen den Landwirten, die sich organisieren müssen, wenn sie anders produzieren, das auch anders zu vermarkten. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil es braucht nicht nur ein Umdenken in der Landwirtschaft, sondern ein Umdenken im ganzen Ernährungssystem. Und da rede ich also wirklich von der ganzen Wertschöpfungskette aus. Und da, ich denke, wir müssen mehr über das Ganze diskutieren, weil es ist auch nicht realistisch, dass alle Leute einen Abokord wollen, dass alle Leute jetzt Prosumenten werden und auch Landwirte werden wollen. Es wird nach wie vor Leute geben, die wollen das einfach einkaufen. Und dann müssen wir uns fragen, wie können wir produzieren und vermarkten, dass es wirklich eben nachhaltig ist und eine Landwirtschaft ermöglicht wie diese. Und das sind wirklich große Herausforderungen. Mit ihm muss man reden und über die Entwicklung eines neuen Wissenssystems, weil ich denke, wenn wir jetzt nur schon
Biolandwirtschaft anschauen und die Ausbildungslandschaft in der Schweiz, gibt es immer noch Schulen, wo das sehr marginal behandelt wird, also nicht überall gleich. Es ist im Lehrplan, aber es ist, ich hatte viele Interviews in der Schweiz und es ist nicht überall gleich möglich, sich dazu auszubilden. Also dann frage ich mich, wie man jetzt ein Wissenssystem entwickeln kann, das syntropische Landwirtschaft den Neulandwirten erklärt und dann noch viel mehr, wie man die schon vor die Bauern, die es jetzt gibt, davon überzeugen kann oder sie, das muss man ja lernen, sie haben das über Jahrzehnte selber ausprobiert und gelernt, wie man das dann umsetzen kann. Das sind jetzt einfach mal so ein bisschen weg von der, wirklich von der Urproduktion, dieses ganze Netz mit Vor- und nachgelagerten Sektor. Ja, eins in kurzen Version kannst du uns kurz schildern. Also wie vermarkten dann die Leute, die syntropische Landwirtschaft machen, über wie viele Hektar reden wir da überhaupt und wie werden diese Produkte vermarktet? Guck, ich arbeite ja mit Bauern, die haben einen Viertelhektar oder die haben 500 Quadratmeter. Ich arbeite mit anderen, die haben 500.000 Hektar. Also die pflanzen 500.000 Hektar Soja und Mais. Und ich bin erstaunt und doch nicht erstaunt, denn das ist mir schon zweimal so ergangen in meiner ganzen Karriere. Wir schauen, ja, wir haben einige 100.000 Hektar Gummi. Die sind dann, nachdem sie mit mir gearbeitet haben oder natürlich mich gebeten hatten, mit ihnen zu arbeiten, eine Weile als Berater, und sie dann das in die Versuchsfelder aufgenommen haben, da hat dann der gerentische Rat, also der oberste Chef von jener Einheit, unter einer Einheit in Brasilien, hat dann im brasilianischen Fernsehen gesagt, dass die Prinzipien der modernen Revolution, der grünen Revolution gescheitert sind. Dass wir eine andere Landwirtschaft aufbauen müssen. Und er ist dann nachher später Chef, Gerente Gérard, vom ganzen Landwirtschaftssektor des Unternehmens Michelin Mondial geworden. Und da hat er am Ende des Jahrhunderts ein Seminarium, Symposium einberufen und da sind sie zum Schluss gekommen, dass Landwirtschaft nicht ein Geschäft ist für eine große Firma, multinationale Firma, aber ein großes Geschäft sein kann und ist oder sein kann, sein sollte für Beginn und Produktion Familia. Ihre Gummiproduktion, Verarbeitung ist unterdessen durch die Entscheidung indirekt und hat um mehr als 100% zugenommen. Sie haben das aber, wie sagen wir, ausgelagert, terzialisiert auf Kleinbauern und beschaffen denen auch Material, mit dem sie arbeiten können. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist das, was ich gezeigt habe mit den Wendebildern in Brasilien, die eben jetzt, wo wir uns wirklich dran sind, Maschinen zu entwickeln, wo wir das intelligent machen können, als dass uns die organische Produktion billiger kommt als die andere. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir es geschafft, wenn sie auf den Geldbeutel drückt, dann geht alles. Also dann geht alles, dann wird es gemacht. Und das sehen wir auch, das ist ja das Interesse, nimmt exponentiell zu. Nachdem die gerochen hatten, dass da etwas drin sein könnte, das ist erstaunlich, wie viele Leute das da kommen, also von ein paar 20, 30 Hanseln, innerhalb von 2 Jahren waren es jetzt 2000 Hansel. Hansel! Leute! Ja, also wie sagt man das hier? Ja, Hansel ist doch auf Deutsch, oder nicht Schweizerisch? Ist das Bayerisch? Das ist doch Bayerisch, ein Hansel. Ein Hansel! Nein, das ist nicht immer so. Also das ist ein Hansel, sind da eben so viele Bauern gekommen. Und das zeigt auch, dass sie, wie sagt man immer, die sehen,
in mehreren Interviews, die mit denen gemacht wurden, 10.000, 20.000, 50.000 Hektar haben, die sagen ganz klar, in den 70er Jahren, wo die Grüne Revolution dort eingeführt wurde, 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, sind sie erstmal, haben die 80er Jahren spätestens, wurden die Jungs, die Kinder von den Kleinbauern nicht mehr Bauer werden. Das Geschäft war Falido, also Falido, das war nicht mehr interessant. Das ist hier in der Schweiz auch so. Da. Unterdessen sind die Söhne, die Töchter von den Großen. Einer zum Beispiel, der hat 10.000 Hektar Soja. Dann hat er noch ein paar andere Hektar, weiß nicht wie viel, 10, mal 10. Hat er noch mit 4 und anderen Sachen. Seine Kinder wollen keine Landwirtschaft erleben. Und er sagt, er geht selber nicht mehr gerne auf seine Versender. Weil er merkt, das hat keine Zukunft. Also, die machen das, weil sie sehen, es hat keine Zukunft. Wir können nicht, so wie wir es im Gegenwart machen, können wir es nicht weitermachen. Oder? Klare Antwort, wir müssen Methoden entwickeln, Formen entwickeln, die eben auch der Große machen kann. Und deswegen bestehe ich ja auch auf Technik. Technik, die der Natur dient. Und nicht die Technik der Natur unterordnen und nicht die Natur der Technik unterordnen. Wenn wir das tun, kommen wir schon sehr weit. Nochmal sagen, ich bin voll von Technik. Es gibt viele Sachen, die wir machen könnten und das nutzen wir noch nicht aus. Und es gibt viele Sachen, die wir noch lernen müssen. Wir wissen es noch nicht, oder wie einige wissen es, aber die haben noch keine Möglichkeit gehabt, das Lernen bei oder den anderen glaubhaft zu machen. Okay, danke. An diesem Punkt gibt es auch Fragen in Bezug auf Chancen, Risiken, Herausforderungen aus dem Publikum. Danke für den spannenden Vortrag. Ich wollte kurz fragen, wie Sie den Einsatz von Pflanzenkohle in der Landwirtschaft sehen oder in der syntropischen Landwirtschaft? Ich habe das schon vielen Leuten mitgearbeitet, was sie das brauchen. Es bringt eine, das heißt, wir kriegen eine Oberflächenvergrößerung, wenn wir das verpulvern, also was reingeben. Es hat eine große Absorptionskraft. Gleichzeitig hat sie aber auch teilweise eine Biozide Wirkung. Ja, wir brauchen ja das auch als Bakterien und anderen Filter. Und wenn es von der Natur her vorgesehen würde, dann würde ja die Natur auch Feuer machen, mal tüchtig, und diese Wälder verkohlen, um dann eben Pflanzenkohle zu haben. Also ich sehe, dass es tatsächlich, wenn ich jetzt da Kohlenpulver reingebe im Boden, ich mache die Absorptionskraft, also ich habe eine größere Absorptionskraft vom Boden, Wasserhaltekraft, auch gewisse Bakterien, die durchaus positiv sind, sein können, können sich besser ansiedeln. Aber es gibt andere Formen, die meiner Ansicht nach viel naturnäher sind und wie sagen wir denn mal, ja, viel naturnäher sind und was die Natur schon seit Jahrmillionen macht. Und das ist der Umsatz von organischem Material und vor allem der Umsatz in der gegenwärtigen Zwischeneiszeit von organischem Material, von Holz. Also heißt Holz, das war eher jetzt mit den Holzschnitzeln, das war eher mit den Holzschnitzeln. Das mache ich ja jedes Jahr. Ich gebe 20 Tonnen Trockensubstanz. Das ist der Umsatz von meiner Pflanzung, ist 20 Tonnen Trockensubstanz. Größtenteils, also es ist etwa ein Viertel ist Blätter und noch etwas 10-15% sind kleine Zweige und der Rest ist eben Holz, also zwischen halben Zentimeter und 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, dass er Kohlenstoff ist, also Kohlenstoff, sehr viel Kohlenstoff ist, was dann eben umgesetzt wird. Und das bringt ja ganz viel, das ist ja der Nährstoff oder Nährboden für Basidium Miceta, das heißt für ein ganz umfangreiches pilzliches Netzwerk auf dem Boden und dann unmittelbar, ganz kurz danach, hat er ja auch schon beschrieben, ganz kurz danach auch im Boden drin. Und das hat dann ja auch wieder, das hat ja eine ganz starke Wasserhaltekraft. Das sind dann die
die, wie sagt man denn mal, die, die Bakterien, also das, das ist die Arbeit der, der, von Fleien, von Bakterien und von anderen, das ganze Netzwerk von Pilzen und so weiter, die das aufbaut. Und ich glaube, ich würde eher darauf, ich würde eher darauf bauen und denke, das ist wahrscheinlich auch eher das, was die Natur macht. Ja, Ernesto. Martin Schmidt, ich bin Präsident vom Fachverband Pflanzenkohl und Pyrolyse. Ich bin kein Landwirt, ich kann euch nicht sagen, was, was man besser machen kann oder anders machen kann. Aber was deine letzten Worte, Ernesto, ich weiß das auch erst seit knapp 3 Jahren von der Uni Zürich, dass je nach Boden, du kannst bei dir das untersuchen lassen, auf deiner Fazenda, dass 4 bis über 16% des Kohlenstoffs, den du in deinem Boden findest, ist pyrolytischer Kohlenstoff. Vielleicht bei dir nicht, weil du jetzt 20 Jahre lang selber Kohlenstoff produziert hast durch diesen Holzeintrag. Aber wenn du hier einen normalen Boden untersuchst, hat es Holzkohle im Boden, und zwar nicht, weil es, wie du es gesagt hast, es brennt ja nicht so oft, Waldbrand und Steppenbrand, sondern dieser Kohlenstoff bleibt viel, viel länger. Also wenn du nichts machst mal ein paar Jahre, dann ist der Kohlenstoff eben dann auch mal wieder weg. Und wenn du eben holzkohleartigen Kohlenstoff, also heißen, heiß hergestellten Kohlenstoff hast, der bleibt 300 Mal länger. Und das hat eine Wirkung, die auf der Erde sichtbar ist. Also all diese Schwarzerdeböden, die so fruchtbar sind, die haben alle Holzkohle drin, die natürlich von der Natur ohne den Menschen geschaffen wurde und immer noch dort ist. Ich möchte noch etwas sagen zu Slogan, du hast gesagt, Matthias, dass einer von 10.000 macht, oder ja, auf 100 Besserwisser gibt es einen Bessermacher. Ich glaube, heute unsere Gesellschaft ist so weit, dass wir alle Angst gekriegt haben durch das System, dass wir das alles nicht können. Und ich denke, viele Leute wollen. Und du hast ja auch gerufen und die Leute kamen. Ich kriege auch deine WhatsApps. Ich bin einfach 100 Kilometer weg, also komme ich nicht jedes Mal. Oder bin erst einmal gekommen. Entschuldigung. Ich kenne viele Freunde, die einfach ihre Alp so betreiben, dass sie dort das jährliche Schwenden via Internet oder so ausschreiben. Und es kommen immer Leute. Und ich denke, Es gibt einen Wunsch, einen Sog in fast allen Menschen, dass sie etwas Solches tun wollen. Die meisten haben Angst, dass sie es nicht können. Da können wir vielleicht daran arbeiten. Ja. Danke. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich habe eigentlich 2 Fragen zu Brasilien. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Da ist doch etwas beim Podium erstaunt. Ich habe die Antworten der Schweizer Agronominnen und Agronomen fast ein bisschen als Abwehr empfunden. Ich kenne das System nicht, aber ich habe in Brasilien mehrfach davon gehört, letztes Jahr. Und was ich gesehen habe, gehört habe, hat mich wirklich überzeugt. Frage 1. Im Grunde genommen kann man doch mit dieser psychotropischen Methode auch wieder die kaputten Regenwälder regenerieren. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und es, die werden sehr schnell zerstört. Aber ich finde, diese Methode gibt große Hoffnung, weil man hier einen fatalen Prozess umkehren kann. Das ist die erste Frage. Also ist das so. Die zweite Frage, haben Sie nicht auch Feinde in Brasilien? Ich habe gehört, Sie mussten mal fliehen oder wurden irgendwie abgefackelt, da die Häuser, stimmt das? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie Feinde haben. Ich meine, Brasilien ist das große Land des Agronegocio. Das ist mit Flächen mehrfach so groß wie Deutschland. Und wenn ich diese 1000 Quadratkilometer großen Fazenda, das Monokultur aus Chemie. Das, Sie sind doch eine Herausforderung.
So, Feinde. Feinde hat man so viel, wie man Resonanz hat. Feinde hat man so viel, wie man Resonanz hat. Ich gucke diese Leute, rede sie auch als Freund von der anderen Seite an. Von der anderen Seite, auf der anderen Seite. Freunde auf der anderen Seite an. Und ich bin erstaunt, weil ich arbeite jetzt seit vielen Jahren schon, sind es schon etwa 12 Jahren, arbeite ich mit Großen zusammen. Abgezogen die Michelin, das war schon früher der Fall, aber unterdessen mit Großen. Und jetzt seit 2 Jahren mit, das waren dann Einzelne, kann man sagen, das sind Einzelfälle, ja. Jetzt seit 2 Jahren bin ich mit einer Gruppe, arbeite ich mit einer Gruppe, die sich Gas nimmt. Das ist eine Gruppe, die für Agricultura Sustentare. Das könnt ihr verstehen. Und diese Leute, die scheinen eine sehr große Resonanz zu haben für das, was ich mache. Und ich rede, also meine Strategie ist, eben nicht schlecht zu reden über niemanden. Denn das ist ja, man hat es ja auch nicht nötig, wir haben es nicht nötig, schlecht über den Nachbarn zu reden, sondern wenn wir es gut machen, wirklich überzeugt sind, das ist gut, dann könnte ich ja höchstens Mitleid haben mit dem, der es noch nicht kann. Und das ist dann auch das, was ich mit diesen Leuten mache. Wenn eine Anmerkung kommt, dann sage ich ja, also das ist ja gut, dass du mehr produzierst. Wenn ja viele der produzierst haben, darf ich das von dir mal lernen. Und das ist eine große Ehre für ihn. Er lädt mich ein. Und dann, ich bin Bauer, das wird er sofort, dann gibt es einen Gedankenaustausch. Und der Gedankenaustausch, der geht immer dahin, dass dann die Neugierde geweckt wird. Und die Neugierde führt dann eben dazu, dass eben auch solche mit 50.000 Hektar, die fangen darüber an nachzudenken. Und wir sind gegenwärtig in Brasilien in einer sehr guten Situation. Wir haben eine schlechte Regierung, also schlechte Regierung, das ist eigenartige Regierung. Und die machen einige, wie sagt man denn mal, Sprünge und Purzelbäume, die Schwierigkeiten bereiten können. Und so müssen diese brasilianischen Großbauern, die haben eine sehr schwierige Situation. Und die sehr schwierige Situation ist ja der Nährboden oder Öffentlichkeit von den Leuten. So ist die Situation gegenwärtig ist außerordentlich gut. Also da ist eine sehr gute Resonanz. Die erste Frage, was war die erste Frage? Ja, also Wiederaufforstung. Wiederaufforstung, das ist, je schneller die Lebensprozesse ablaufen, also extrem schnell laufen sie ab in Sandböden, in den feuchten Tropen. Deswegen wird dem Amazonas nachgeredet, dass es schwache Böden seien, was eine Beleidigung ist für jedes Gebiet. Die besten Böden potenziell sind Sandböden in den feuchten Tropen. Alles da, was es braucht. Ich habe sie aber auch sehr schnell, kann ich sie zugrunde richten, aber auch ebenso schnell komme ich wieder dazu, also komme ich wieder drauf, das aufzubauen. Und zwar ist es folgendes, wenn wir, das ist sowohl im Tropen der Fall wie hier, wenn ich ein zerstörtes Land habe, muss ich die Strategie, das aufzubauen, das kommt nicht darauf an, ob ich jetzt da in der Sahara bin oder ob ich da in der Schweiz bin, an einem Hang, einem Südhang, der verwüstet ist, oder sonst eine Erosion. Es gibt immer Pflanzen, die dort wachsen. Nur sind sie oft nicht die Pflanzen, die wir als nützlich ansehen. Aber sie möchten dort wachsen und wenn wir denen helfen, dann bringen sie die hoch, die wir dann wieder haben könnten. Also die Strategie ist also ziemlich einfach. Wenn ich jetzt eine Weide habe, die vollkommen von Placken
und von sonstigen Bodenverdichtungsverdichteten Pflanzen, Anzeigepflanzen besetzt ist. Diese Placken, die machen eine wunderbare Arbeit, die machen Tiefenlockerung in Böden drin. Wenn ich jetzt dort drin mal die Maschine wegnehme, die dazu geführt haben, dass ich die Placken habe, und die überflüssige und die übermäßige Stickstoffdüngung wegnehme und da Luzerne reinbringen, wenn es sandige Böden ist und wenn es Tonböden eher Klee, Rotklee, reinbringen mit allen Gräsern und eine vernünftige Bewirtschaftung mache, dann habe ich in kurzer Zeit, kriege ich das wieder hoch. Wenn ich jetzt Bäume pflanzen will darin, kann ich ja das Gras abschneiden. Und also wenn es nur um die Aufforstung ginge, dann kann ich das Gras abschneiden und das, was ich mache in Brasilien, da habe ich eine Maschine entwickelt, das ist ein Subsoiler, also ein Subsolador mit einer eingebauten, Rotorhacke oder Rotor, wie heißt die Fräse, mit einer Fräse und nicht die Fräse, um den Boden zu verpulvern, sondern nur 2 cm, 3 cm. Und der Tiefenlockerer bereitet das. Wenn ich das, da kann ich ein Pflanzbeet machen und da kann ich doch das Gras, diese Placken und dieses Schnurgras und andere Sachen, die es haben könnte, kann ich das dort anhäufen, das wächst ja gratis. Und da kann ich in diesem Stück drin, habe ich in einem Jahr, kriege ich meine Bäume hoch. Wenn ich eine intelligente Zusammensetzung nehme, es ist ziemlich lächerlich, dass ich da nur ein oder zwei oder drei Spezies baue. Denn die Placken sind ja eigentlich, sind einerseits außerordentlich nützlich. Als erstes Grad, das ist um meine Bäume zu schützen. Und dann würde ich natürlich auch die Wurmbeeren reinbringen, die dazugehören. Und die eben pflegen. Also wenn ich das, kann auch schnell, ganz schnell wachsende Bäume, Pflanzen, die wir da als vollkommen unnützlich, als Invasoren ansehen, wie wir das so schön viele haben, auch Topinambo, kann ich einsehen, Topinambo bringt keine Bäume um, ja, wenn ich das richtig mache. Ich kann die sogar ernten, ich kann sie auch schneiden und so weiter und so fort. Also wenn ich die Pflanzen anders ansehe, dann geht das ganz schnell, also kann ich das ganz schnell machen. Aber wenn ich die Logik anwende von Feind und Freund, dann geht das nicht. Also es ist ein nicht wohl im Können oder es ist ein, ja, ich weiß nicht, es ist tragisch als sowas. Dass wir das nicht können, weil wir anstatt eine Formation haben, eine Deformation uns einkaufen und dann mit dieser Deformation dahinter gehen. Gut, also es ist bald 10 Uhr. Gibt es noch abschließende kleine Bemerkungen? Auf jeden Fall denke ich, wir möchten jetzt so langsam enden. Ich glaube, das können wir so tun. Ne? Also ich danke erstens mal Ernst, muchas gracias, also riesen Dank, dass du gekommen bist. Dann auch ganz herzlichen Dank allen, die am Panel also auf dem Podium teilgenommen habt. Ihr bekommt noch eine kleine Kleinigkeit, also Aronia und Süßmost. Und ja, danke allen, die so lange ausgeharrt haben und danke für euer Interesse, danke für euer Tun. Hoffe euch irgendwann irgendwo wieder zu sehen und wer weiß, ich glaube, es gibt bald mehr als nur einer von 10.000, der aktiv wird. Also ich bin zuversichtlich, Matthias, dass immer mehr Leute auch wieder das machen. Gut, ganz herzlichen Dank.